Hallo liebe Leute, hier ist der Callcenter Crusher. Heute ruft mich eine echte Gewinnerfirma an. Ein Anruf in drei Akten, den wir an einem Freitag erhalten haben. Wie immer prallen die mit Fake-Lizenzen. Viel Spaß also mit diesem Stück in drei Akten. Der Vorhang geht wie immer nach dem Intro auf. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Herr Brümmer, einen schönen Tag wünsche Ihnen. Mein Name ist Mona, ich rufe Sie an von der Online-Handelsplattform, die Sie gerade online sind, sehe ich, ja? Nö, ich bin jetzt bei keiner mehr online. Sind Sie nicht mehr online? Sind Sie ausgeloggt? Ja gut, jetzt wollte ich Sie mal fragen, weil Ihr Account ja noch nicht aktualisiert worden ist. Wollte ich Ihnen eigentlich behilflich sein, damit wir das aktualisieren können, Herr Brümmer? Ja, und von welcher Plattform reden wir denn jetzt? Sie haben sich bei Vinero angemeldet. Ach bei so, uns. Ja, okay. Ja? Ja, genau. Und eben wie gesagt, Ihr Account ist noch nicht aktualisiert, deshalb wollte ich Sie mal anfragen, wie weit Sie gekommen sind, wie Sie einzahlen möchten. Ja, erstmal. Ja, damit ich Ihnen. Ich habe dann erstmal aufgehört, weil ich habe zu wenig Informationen, dass ich irgendwo einzahle. Aber Sie können mir ja jetzt gerne Informationen geben. Gerne, ja, gerne. Ja. Also Mindestbetrag ist die 250 Euro, mit dem Sie einsteigen können. Und Sie werden nach der Einzahlung werden Sie einen Termin mit unserem Finanzmanager bekommen, die dann die Einstellungen machen wird mit Ihnen zusammen, mit was Sie handeln möchten, wie Sie handeln möchten oder sonst. Vielleicht haben Sie sonst, Sie haben keine Vorstellung, ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung haben oder nicht. Ja, je nachdem werden Sie informiert, ja. Und danach geht eigentlich los. Und Sie haben keinen Vertrag bei uns, kein Abo. Sie können jederzeit Ihr Geld wieder auszahlen lassen, wenn Sie möchten. Sie können aber gerne mit 250, wie gesagt, einzahlen und diesen Intelligenzsoftware zuerst mal, wenn Sie keine Erfahrung haben, natürlich zuerst mal ausprobieren und sehen, wie das läuft und so weiter. Und wenn Sie zufrieden sind, vielleicht möchten Sie dann weiterhin das machen. Und dann, wie gesagt, Sie haben dann Finanzmanager dabei, die Sie jederzeit auch anfragen können. Da wird Ihnen jeden Info, jeden Fragen beantworten auch. Ja, soweit mal. Ja, nö, aber ich habe noch andere Fragen. Natürlich, bitte. Ja gut, die Frage ist ja, mit was kann ich denn jetzt allen alles handeln? Mit was für Sachen? Sie können eigentlich ziemlich mit alles, mit Öl, Gas, Bitcoin, was auch in Papier, was Sie möchten. Also Kryptowährungen gehen auch bei Ihnen, ja? Ja, es geht alles. Also da bekommen Sie, wie gesagt, Informationen von unserem Finanzmanager, mit was oder was im Moment gut ist zum Einsteigen und so weiter. Die ganzen Informationen bekommen Sie von unserem Finanzmanager. Ja, Sie wiederholen sich. Die Person ist, ich wiederhole mich, aber ich kann Ihnen eigentlich nur das sagen, was ich kann, weil ich habe nicht so viel Information, was gut ist oder was nicht. Wie gesagt, Sie werden von unserem Finanzmanager informiert über den ganzen Sach. Ja, das hat sie schon mehrfach gesagt. Ihr Account. Ja, okay, wie gesagt, ich tue nur Ihren Account. Auch das hat sie schon mehrfach gesagt. Also. Ja, okay, was möchten Sie noch wissen? Ja, ich möchte gerne wissen, mit welchen Kryptos kann ich denn bei Ihnen handeln? Wie gesagt, ich kann Ihnen diese Das können Sie nicht sagen, okay. Nicht gut. Genau, nein, das kann ich nicht sagen. Okay, dann kann ich auch Kryptos kaufen bei Ihnen? Also komplette Coins?
Herr Brümmer, wie ich Ihnen gesagt habe, ich bin zuständig, Ihr Account zu aktivieren, damit Sie die Einzahlung machen können, und danach werde ich Sie weiterleiten an den Finanzmanager, und all die anderen Fragen wird unser Finanzmanager die Informationen geben. Okay, also Sie sagen, Sie sind dafür zuständig, den Account zu aktivieren. Wie aktiviert man den dann? Indem Sie die 250 Euro einzahlen. Gut, und den Finanzmanager kriege ich erst, nachdem ich eingezahlt habe. Ja, natürlich. Weil dann nee, das ist nicht natürlich. Zeit für den Ganzen. Ja, nee, das ist nicht natürlich. Wenn Sie gar nicht die Coins anbieten, mit denen ich handeln möchte, warum soll ich dann einzahlen? Deswegen muss ich das vorher wissen. Gut, ganz kleinen Moment möchte ich Sie mal warten lassen. Ja, ganz kurz bitte. Natürlich. Ich warte doch gerne auf Sie. Danke. So, Herr Brümmer. Ja. Ich werde, also ich habe jetzt eine Kollegin angefragt, die ist im Moment besetzt, die kann jetzt noch nicht drankommen, aber sie wird sie anrufen, dann werden sie Informationen bekommen. Ist das in Ordnung, Herr Brümmer? Ja gut, dann soll sie mich anrufen. Kein Problem. Okay, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Okay, Ihnen auch. Danke, wiederhören. Tschüss. Hallo? Herr Brümmer? Ja? Hallo, super wunderschönen guten Tag. Goldberg, mein Name von der... Hallo, Herr Brümmer, hören Sie mich? Ja, wenn Sie reden, dann höre ich Sie auch. Hallo? Achso, super, perfekt, super, jetzt. Goldberg, mein Name. Sie hatten heute Morgen, bitte heute Mittag mit unseren Kollegen gesprochen, gehabt, Mona Sanchez, richtig? Kann durchaus sein. Ich spreche Weil mit vielen Leuten. Hatten. Genau, Sie. Achso, okay, Sie hatten Fragen gehabt fürs Online-Handeln. Ja. Deswegen habe ich mich diesbezüglich gemeldet. Genau. Deswegen habe ich angerufen, um Ihre Fragen zu beantworten. Ah ja, okay. Welche Firma war das nochmal gleich? Mhm. Vinero. Sie hatten sich online heute registriert gehabt. Ach so, ach ja, klar. Ja, die Frage war, wie lange existiert Ihre Firma denn schon? Das ist eine alte Firma, eine erfahrene Firma. Genau, es ist so, wir existieren seit 8 Jahren auf dem Markt, haben 4 Sitze, das ist in Deutschland, Schweiz, Österreich und in London. Und es ist auch so, wir haben auch eine Partnerschaft, da arbeiten gemeinsam mit Paul zusammen. Und wir haben auch eine eigene Lizenznummer, also Hauptsitz ist in London. Wir sind auch bei FCA registriert mit der Lizenznummer. Oh ja, dann machen wir das doch gleich mal. Bei FCA, sagen Sie, sind Sie lizenziert, ja? Genau, registriert. Ich kann Ihnen noch gerne das zukommen lassen, wäre kein Problem. Das, da können Sie mir dann einfach die Lizenznummer geben, das ist ja kein Problem. Gerne, kleinen Momentchen. So. Das ist ja dann am einfachsten. Natürlich. So, und wo Sie sitzen, wo sitzen Sie überall? Sie haben mehrere Länder gemacht? Nee. Genau, wir haben also 4 Standorte. Das ist Deutschland, Schweiz, Österreich und in England, also London. Okay, haben Sie in Deutschland auch eine Filiale? Wo ist die denn dann? Das ist in Frankfurt. Ich gebe Ihnen erstmal hier die Lizenznummer. Haben Sie was zu schreiben? Ja, habe ich. Das ist die 900. 900. 172. 172. Okay. Genau. Gut. Und das ist unsere Lizenznummer. Das ist Ihre Lizenznummer unter Ihrem Namen. Unter der Firmenname FCA, genau, richtig. Dort sind wir auch. Nein, nein, nicht. Ja, unter Ihrem Namen war ich gefragt. Genau, richtig. Unter Vinero. Genau, richtig. Ja, nee. Unter dem Namen sind Sie nicht registriert bei der FCA. Kleinen Moment, ich schaue nochmal nach. Kleinen Augenblickchen. So, die 900. Ups, so.
So, kleinen Moment. Ja? So, ne, ich bin gut dabei, kleinen Moment. Es wird ja langsam größerer am Moment. Hallo. Hallo. Was ist denn los bei Ihnen? Hallo. Sind Sie eingeschlafen? Das ist sehr unfreundlich, dann einfach das Mikrofon zu... Ja, so, da haben wir ihn weg. Hallo. Hallo, Herr Brummer, Gabi Winter am Apparat von Online Trading Portal. Sie haben uns gerade mit meinen Kollegen gesprochen, ja? Mit welchem Kollegen jetzt? Ja, okay. Herr Goldberg und ihr. Was für eine Frage haben Sie, Herr Brummer, ganz genau? Ja, der gute Herr Goldberg wollte mir doch mitteilen, wo Sie, unter welcher Lizenznummer Sie bei der FCA registriert sind. Die Lizenznummer hat er schon verschickt, wie ich weiß. Ja, nee, die habe ich auch überprüft. Und das ist leider nicht Ihr Name, der da mit verknüpft ist. Unter Lizenznummer. Augenblick, darf ich ausreden? Okay. Ihre Seite ist vinero.co. Richtig? Mhm. Und die Lizenz läuft auf eine andere Firma. Es ist nicht Ihre Lizenz. Herr Brummer, unter Lizenznummer steht der Name von dem Finanzinstitut, nicht der Plattform, okay? Weil wir unterschiedliche Plattformen haben. Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Sie wissen das besser als ich. Ja, richtig. Was für eine Unternehmer wir. Kann ich Ihnen genau sagen. Wenn man weiter forscht, dann sieht man, dass eine bestimmte Plattform damit verknüpft ist. Und das ist nicht Ihre Plattform. Das ist unsere Hauptplattform, Herr Brummer. Ja. Wir sind eine Nein. Ein Tochterunternehmen wird nie reguliert. Es wird immer nur die Firma reguliert, die eingetragen ist und nicht keine Tochterfirmen. Ach so. Ja, so ist es. Ihr Traum oder was erzählen Sie mir jetzt? Nein, das ist kein Traum, das ist Fakt. Kein Traum. Also, Sie wissen besser als ich, wo ich arbeite. Ja, das ist offensichtlich so. Das ist offensichtlich so, ja. Ja, und ich habe das selbst verschickt, ja, die Lizenznummer von einer anderen Firma. Ja, richtig. Ja, ich weiß nicht, wer es verschickt hat. Er hat sie mir gesagt und die ist nicht für Ihre Firma. Ja, er hat absolut alles richtig geschickt. Woher habe ich dann die Lizenznummer von anderer Firma? Haben Sie darüber gedacht? Ja, natürlich. Das ist nicht Ihre Lizenz. Sie haben die irgendwie aus dem Netz rausgesucht. Und woher habe ich das? Ja, das weiß ich doch nicht, wo Sie gesucht haben. Ah, Sie wissen alles. Dann müssen Sie das auch wissen. Nein, ich weiß, ob Sie bei der FCA reguliert werden. Und das sind Sie nicht. Das weiß ich. Das habe ich überprüft. Das haben Sie überprüft, aber haben Sie gar nichts mitbekommen? Doch, habe ich. Genau das habe ich bekommen. Ja, haben Sie. Übrigens, noch ein zweiter Fakt. Sie sagten, Ihre Firma ist über 10 Jahre alt. Die Vinero.co. Sie sind ganz ein. Genau, nicht Vinero.co, wiederhole ich nochmal. Vinero.co ist eine Tochterunternehmer von der großen Gesellschaft, okay? Sie verstehen das wahrscheinlich nicht. Bitte in Google ein Scammer will mir was erzählen. Ich lach mich tot. Völlig geil. Okay. Sie sind einfach nur ein dummer Scammer. Mehr sind Sie nicht. Okay, und okay, wer sind Sie? Ich bin ich. Sie haben doch meine Daten gekriegt. Dumme Arbeitslose. Neunte, Leute, sagt ihr mal, wie dumm sie ist. Haut mal rein. Wie bitte? Ganz ehrlich, liebe Arbeitslose, ein bisschen Scheißbetrüger wie du. Oh, hier ist die Polizei, du Scheiß-Scammer.
Du Scheiß-Tante, du blöde Scheiß-Galackenbraut. Ich bin Gabi Winter, wissen Sie bitte, also. Ja, du bist Eiche Böhlefeld, bist du höchstens. Eiche Böhlefeld, du kommst aus Backstube. Hey, du möchtest mich aufregen, ja? Du möchtest mich aufregen, ja? Ja, du lernst Deutsch, ja? Ja. Betrüger. Ja, ich bin Betrüger und ich habe solche dumme Leute verraten. Ja? Du hast gar niemanden. Ja, du hast niemanden vor Ort. Willst du deine Mami grüßen? Du hast es nicht einmal ansatzweise geschafft, hier jemanden zu verarschen. Der ich verarscht habe. Grüß deine Mami. Hallo, Mami, ich bin Betrüger geworden. Ja, Mami, bist du stolz auf mich? Aber sie sind so. Ein dummer Betrüger, der meint, er wäre schlau. Du bist eine Dumme. Genau. So, sie ist raus. Ein Dummmann. Wie heißt die Firma, Leute? Kann jemand den Link posten?